Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WoW Gameplay. Ja, ich habe gerade einen Passagier drin. Wir sehen jetzt gerade nicht, wo der hin ist. Er ist wieder rausgegangen. Scheinbar ist nicht mehr drin. Hä? Er ist eingestiegen und weggeploppt, okay. Einfach ein Spieler, der natürlich gerne auch ein bisschen mitgekommen wäre. Der ist nicht dort vorne, ne? Ich sehe ihn jetzt gerade nicht mehr. Okay, dann ist er wieder weg. Jo, danke schön für die zahlreichen Aufrufe beim ersten Part. Ich mache jetzt einfach noch die dritte Stufe von dem Busfahrer-Shop. Und ja, ich war ja mir am überlegen, was ich für einen Shop nehmen wollte. Ich wollte ja lange Zeit Polizist werden, aber das wird wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel noch für mich, weil ich jetzt noch nicht so wieder drin bin. Und ich muss ja eine Bewerbung schreiben und so, da habe ich jetzt irgendwie nicht so eine Lust, jetzt wo ich neu bin, also wieder einen Monat weg war, oder? Dass ich da wahrscheinlich nicht Polizist werde, eventuell Gangmitglied oder der ist gerade schön am Motorradfahren. Oder irgendwie, ja, eher Feuerwehr und Sanitäter. Es ist ein Bug, dass man den nicht sieht im Bus, weil er ist eingestiegen. Ich weiß nicht, wo er hin will. Das kann man, glaube ich, auch nicht sehen, oder? Dass man hier irgendwo eine Taste drückt, wo man die Spielnamen sieht und so. Gibt's leider nicht. Naja. So, also es wird wahrscheinlich bald soweit sein, aber die geben gerade keine XP, diese kleinen Bushaltestellen, kleinen Wege zum nächsten Bushaltestelle geben keine XP. Jetzt dieser lange, der geht wahrscheinlich, der gibt wahrscheinlich 3. Jo, und dann haben wir eben über die ganze Map die Routen. Und ja, ich werde wahrscheinlich nicht oft fahren mit Bus, aber er gibt sehr viel Geld. Und da ich ja kein Heli fliegen möchte, ich habe ja ein Gamepad, aber Heli-Steuerung ist bei mir noch schlecht eingestellt und so, muss ich eigentlich auf gar nichts sparen. Es ist leider so, dass WoW nicht gerade ein umfangreiches Server-Pack ist, also Mod-Pack sozusagen. Dass man da viel machen kann. Außer natürlich eine schöne Villa noch holen oder so, aber das brauche ich nicht. Also ich weiß nicht. Es gibt zwei Arten, was wir machen. Der eine wäre, wir livestreamen und ihr sagt wirklich, was ihr auch wollt sehen und so Sachen. Ich mache es. Aber das ist einfach Kosten meiner Zeit. Vor allem, weil ich ja Sportler bin, möchte ich da eigentlich schon noch ein bisschen mehr Zeit haben. Können ja vielleicht 2 oder 3 Stunden pro Tag machen und nicht mehr. Aber das wäre eine Möglichkeit, oder das andere wäre, dass ich einfach ab und zu nur noch spiele, WoW, und mir noch einen anderen Server aussuche, der ein bisschen mehr Roleplay ist. Ich spiele jetzt weniger herumlecken, herumrasen und sonstige Sachen machen. Und, ja, das könnt ihr auch eben entscheiden, also gebt mir bitte Tipps. So 400, wir bekommen aber nur 2 EXP. Wir machen die Route aber einfach weiter. Sollte eigentlich schon bald bereit sein. Also wahrscheinlich sind wir jetzt bei noch 20 XP, die wir brauchen oder so. Also wahrscheinlich kann ich es jetzt in dieser Aufnahme nicht zeigen. Aber die ist jetzt eher so dazu da, dass ich euch alles ein bisschen erkläre, was es in nächster Zeit so gibt. Also eben, ich möchte Livestreams machen, da habe ich nicht so viel Bock ständig da. Irgendwie so ein bisschen abhängig sein, weil ich ja kein zweiter Bildschirm habe. Ich kann den einfach nicht kaufen, aufstellen und dann merken, eben Platz fehlt oder ich kann gar nicht so oft Kommentare schauen. Deshalb mache ich das übers Handy und da sehe ich natürlich nicht jedes Kommentar, aber immerhin sehe ich jedes Kommentar. Aber es nervt irgendwie nach unten zu schauen und so. Ich hätte gerne irgendwie so ein ganz kleiner Bildschirm oder so. Das gibt's leider nicht. Wo kann man kleine Bildschirme kaufen? Ganz kleine. Einfach so unter meinen großen Bildschirm tun. LOL.
schief gelandet, hä? Die Leute verhalten sich einfach nur noch schlecht. Also immer schon schlecht. Aber ich finde es witzig, weil ich hatte einen mega schweren Unfall. Also einer ist in mir reingerast. Ich war am Parkieren beim Fischer, der beim Leuchtturm ist. Einfach so schön am Weg, am Parkieren. Kommt einer mit mega Champ und fliegt oben, also beim Van, also jetzt zum Beispiel beim Bus hier, links rein, also so in der Mitte, ja, so ein bisschen am Hinterteil links, oder? Mega rein. Der Van war komplett eingedrückt. Das war der schlimmste Unfall, den ich je gesehen habe in WoW. Das war so krass. Also, wie kann man nur dort runterchampen von der Straße? Direkt in die Parklücke. Also in die Parkplätze. Wir wissen, dass ich dort an der Straße parkieren könnte. Ich hatte keinen Platz auf den Parkplätzen, da muss ich dort. Aber das war so witzig. Der war peinlich, dem war es peinlich. Er ist nämlich herausgefunden, ah, ist wahrscheinlich gestorben, deshalb. Aber, hey, der hat kein Wort mehr gesagt. Der Sanitäter kam auch nicht, oder? Der war völlig weg. Und, ja, selber schuld, also wirklich. Hat er wahrscheinlich noch viel Geld verloren oder Items oder sonst irgendwas. Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert, wenn man stirbt. Ah, der war im Gefängnis kurz. Oh nein, das ist Kugibaum. Okay, Gamerbaum. Jeder hat einen Baum im Namen. Okay. Aber Gamerbaum kenne ich noch von einem Monat, glaube ich. Ich glaube, der war auch mal bei einem Polizei, also einem Unfallort, wo ich dort war. Weiß nicht genau, was das war. Kein Unfall. Das war crazy, ich konnte nicht durch. Da war ich dann einfach auf der Straße für ein paar Minuten gefangen. Weil ich nicht durch konnte. Und ja. Aber er war, glaube ich, kein Opfer. Das war vom Unfall. Ich weiß es nicht. Ich merke einfach, wie die Pause mir gut getan hat. Ich halte mich an die Regeln, also jetzt sind die Straßenregeln nicht so, aber ich bin einfach wieder weniger toxisch, also ein bisschen weniger genervt ab dem Spiel. Es ist wirklich mega chillig wieder, aber ich merke einfach, andere Leute sind toxisch und sind mir manchmal auch ein bisschen im Weg. Also man sieht jetzt gerade keinen Unfall bei mir. Ja, das war in der vorherigen, das war in der Downton-Strecke und dann wird der Bus wieder resettet. Ja, also eben einen Shop haben wir jetzt fertig, wo es eigentlich, muss ich jetzt nicht mehr so oft zeigen. Also ihr wollt es natürlich. Dann machen wir sicher mal noch Angelberuf. Farmen werde ich nicht zeigen. Und ja. Wir werden ja dann mal sehen, also ob es jetzt wirklich mir noch Spaß macht, ob es euch jetzt wirklich auch Spaß macht. Wie gesagt, ist schon immer dort. Keine Ahnung, was wäre das Auto dort platziert hat, das rote. Baum, geh weg. Überall Bäume. Baum Namen und spielen Bäume. Überall einfach immer. Weil sind sie ja so tolle Geschöpfe. Aber in Games, Bäume weg. Jo. Also, eben die Frage ist, wie viel mache ich? Weil wenn ich jetzt gerade nichts zu zeigen habe, dann mache ich einfach keine Videos, oder? Findet ihr das nicht auch? Oh, ich habe ein bisschen Schaden bekommen, 3 Millisprozent, okay. 0,3%. Ich bin müde. Ja, viele Spiele sind nicht online. So ungefähr 150, aber ich weiß nicht, wo die sind. Irgendwo in den Gangs und so. Gang Locations. Und bei der Polizei vielleicht noch ein paar. Und auf der Farm voran.
Auf der Farm sind eigentlich immer am meisten. Bin mal gespannt, wie lange es geht, bis ich irgendwie einen Strafzettel bekomme oder sonst irgendwas. Weil ich jetzt momentan echt gar nicht schaue, nur so schnell wie möglich Level 3 erreichen möchte. Weil ich ja nie wegen Gewaltdelikten oder sonstigen Sachen Strafen bekomme. Weil ich jetzt auch noch nicht so ausübe. Also ich übe manchmal ein paar Ladendiebstähle aus. Gerade ein Laden in der Nähe ist, mache ich das. Aber sehr, sehr vorsichtig. Und meistens auch nicht alleine. Also, ja. Die Leute sind jetzt gerade momentan auch nicht mehr da, die ich mit denen nicht machen kann. Ich habe einen Monat Pause gemacht und keiner von meinen Kollegen ist eigentlich so noch da. Weiß auch nicht, haben auch aufgehört. Ohne mich macht es keinen Spaß. Also, wenn ihr Spaß wollt in WoW, dann macht am besten mit mir etwas. Ich mache immer etwas mit euch. Also, es ist wirklich sehr toll. Hey, jetzt bekomme ich immer wieder 3, aber das Level kommt einfach nicht. Jetzt doch noch ein bisschen länger. Und Seed hat keine Anzeige. Ich hätte schon gerne eine Anzeige. Ja, das ist ja auch noch nicht so Zeit. Das ist das erste Info. Stimmt. Vor lauter Aufnahmen von anderen dachte ich schon, es sei schon viel spät. Ich bin manchmal schon ein bisschen versunken in der Gaming-Zeit. Oh. Shaburev. Ah, der geht oben durch. Okay. Immer jumpen. Den Leuten ist das völlig langweilig. Nur für euch nicht. Bei mir macht es schon viel Spaß. Ne? In der Server hat schon länger Zeit keine Updates mehr bekommen. Und Spiele sind jetzt eher ein bisschen am GTA Online spielen in WoW, so richtige Abgehen und so. Man merkt schon, also momentan ist mit den Games, mit vielen Games halt nicht so viel los. Ja. Der MacGyver wurde eingesperrt. Oh, das hat er wieder verbrochen. Hat wieder ein paar Schlösser geknackt, hä? Komm, mach endlich! Gib mir jetzt endlich das Level. Oh, schon 3176 verdient. Seit gestern der Aufnahme. Da hatten wir irgendwas noch ausgegeben. Und dann war noch, ja, die Reparatur, die war ganz günstig. Ich finde das komisch, wenn das Auto so richtig verletzt ist. Also wenig Prozent hat noch. Richtig kaputt ist, dann noch irgendwie so, weiß ja nicht, wie viel ich gezahlt habe. Aber auf jeden Fall kann man den auch nicht tunen. Ich dachte, kann man tunen. Den Lieferwagen. Aber da kann man nur die Bremse, glaube ich. Und so ein bisschen optisch. Keine optischen, also nur Farben und so. Und der Marktteil ist auch relativ höher. Ja, und dem Alex manchmal von den Spielen. Frames, die fehlen. Dann teleportieren sich die Spieler halt immer ein bisschen, wenn sie schnell fahren. Ja. Gut. Es ist wirklich motivierend, so ein Rollenspiel selber zu haben. Also, auf einem Rollenspiel selber zu sein. Aber es ist auch mega manchmal nervig. Dann wieder nichts machen darfst, weil die Polizei immer wieder die ganze Zeit nervt. Oder auch einfach die Spieler ein bisschen plagen, ein bisschen crazy sind. Macht's manchmal echt nicht so viel Spaß. Ich bleibe aber eben auch immer gerne in den Spielen, in den Rollenspielservern. Minecraft-Servern und so. Obwohl es mir eigentlich überhaupt nichts bringt. Und deshalb mache ich sicher länger noch. Aber eben jeden Tag eine Folge wird es wahrscheinlich nicht geben.
Hause ihr wollt, aber ich würde gerne ein bisschen sagen, ja, bitte bring wieder einen BOB-Gameplay-Part. Ich vermisse es so. Ich habe erst vor einer Minute den anderen Part geschaut und vermisse den nächsten Part schon sehr. Ja, dann mach ich's. Auch wenn es euch nicht so viel bringt, oder ja, ihr sofort wieder ein Part sehen wollt, oder? Dass es schon noch ein bisschen bringt. Aber das könnt ihr. Bei mir könnt ihr alles machen. Aber wenn ihr böse seid, dann werdet ihr es zurückbekommen und das auch heftiger als bei anderen Leuten. Und ja. Ich hoffe dann einfach, dass das Publikum auch ein bisschen nett bleibt. Aber bei Regnum ist das Publikum meistens nicht so nett. Boah, Klone. Neulinge. So, also jetzt muss endlich das Level kommen. Dann schlafe ich noch ein. Der Helikopter hat sich ein bisschen verschoben. Okay. Das ist so komisch, dass einer eingestiegen ist und nicht mehr rausgekommen ist. Der hat sich wahrscheinlich ausgelockt. Er hat jetzt sich gedacht, ja, er lockt sich im Bus aus. Diese Bushaltestelle ist auch irgendwie ein bisschen krumm. Ah, die ist einfach rund, also ja, so ein bisschen verschoben nach vorne. Ein Taxifahrer. Der erste Taxifahrer, den ich gesehen habe seit 3 Monaten. Stell dich mal vor. Der Job ist völlig kaputt. Niemand will mehr einen Job machen. Kollege da, der mit mir gespielt hat, der hat mal Taxi gefahren und hat ihm wieder gesagt, nee, es will niemand Taxi fahren, also es will niemand Passagier sein mit dem Taxi. Ja, das ist auch ein Problem. Die Leute machen bei WoW einfach nichts. Sie entwickeln den Server nicht weiter, diese großkotzigen Leute. Wieso macht man den einfachen Server nicht weiter? Was ist der Grund? Was ist meist der Grund, wieso so Rollenspielserver dann irgendwann mal wieder kaputt gehen oder einfach nur vor nichts laufen, oder? Was ist der Grund? Also, wenn ich sage, nenn mir einen Server, der gut besucht ist, kann ich keinen mehr sagen. Auch den großen Servern. Ja, bei Twitch, bei GTA Online, also GTA 5. Einfach diese Server, die da die Streamers sind, die sind auch relativ leer. Wenn, dann ist es sind sie in einer Gang, die einfach die Obermacht haben, aber oder Polizist oder so, wo sie trotzdem noch ein bisschen streamen können. Aber sonst streamen die wirklich mega langweiliges Zeug. Und das will ich ja auch nicht. Also, wenn ich streame, dann möchte ich echt etwas machen können. Dankeschön, lieber Helikopter. Ey. Nicht normal. Ja. Was bin ich reingefahren? Ich habe vorne irgendwie so ein Ding, ich bin gar nichts reingefahren. Ah, ich habe, glaube ich, so eine Straßenlaterne kaputt gefahren. Ah, ein Straßenschild, so ein ganz kleines. Ja, 3 Schaden kassiert. Sonst habe ich keine Unfälle gebaut. Mysterious. So mit Vollgas in der Kurve. Ja, kann man leider nicht so ganz. FT-Paria. Satan. Der Satan und der Wikinger. Und der Tom Dark. Der Vikings heißt er. Auf Englisch. Was mit dem Auto hier passiert. Ah, der hat einfach blockiert, dieses bunte Zeugs. Das war bei mir so unscharf, dass ich gar nicht bunt gesehen habe, nur so grau, also braun. Lustig. Ja, ja, die Grafik ist halt auch nicht mehr so gut und geht, ja. Hä? Wo ist denn GTA 6?
Kommt das Ende? Jahr? Nee. Das kann nicht Ende. Niemals. So, dann habe ich eine schöne Folge mit Busfahren gehabt und das Level nicht bekommen. Soll ich noch ein bisschen weitermachen? Wir haben 20 Minuten. Machen wir noch ein bisschen weiter. Ich bin sowieso ein bisschen heiser heute. Deshalb, ich lieber jetzt nochmals eine Folge, also eine längere Folge machen, dafür eine andere Folge jetzt gerade nicht im Moment. Das ist halt einfach so. Also ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich sofort Stufe 3 machen, aber ja, es wird halt nur, wenn man eincheckt beim Job zu sehen und weil es so langsam geht, hat man halt einfach das Gefühl, man hat es dann im Video, aber hat es gar nicht, weil es noch länger geht, als man schon denkt. Also ich denke schon extrem, es wird lange gehen, aber scheinbar nicht. Und so kann ich einfach viel besser mit euch ein bisschen etwas über ein Thema reden, ein bisschen etwas erzählen. Ist echt chillig, also ich könnte WoW wirklich nur wegen der Chilligkeit spielen. Aber dann gibt es eben diese Sachen wie die Bewerbungen, so Sachen, die mir einfach auf den Geist gehen, auf den Zeiger. Und das tut eher Plagen, mehr Plagen als das Tolle, oder? Also dass das Tolle eigentlich gar nicht mehr so toll ist, weil andere Sachen einfach nerven. Und das ist dann diese Depri-Stimmung, die du dann hast in den Games. Gar nicht mehr so viel spielen willst, aber du abhängig vom Server und so bist. Du einfach auch drauf sein willst wegen den täglichen Bonis, wegen dem Geld, das du zahlen musst und so weiter. Und so weiter. Also ja, es hat meistens so ein bisschen ja abhängig, was du machst und die Kollegen findest und ja, so Sachen. Aber ja, wenn nicht so viel los ist, also ich muss wirklich am Abend mal ein bisschen online sein, mache ich heute vielleicht ein Livestream am Abend, wenn ich besser, wenn ich nicht so heiß bin. Oh. Ich war gestern recht lange wandern, oder joggen eher, und dann noch Fußball gespielt den ganzen Tag. Ich bin einfach müde heute. Ich habe halt wieder ein bisschen allergisches Asthma gerade. Heißer oder so. Ja gut. Es hat auch sehr viel Wind gehabt gestern. Jetzt Level up. Oh, endlich. Sheet. Sheesh, Mensch. Machen wir gleich mal weiter kurz noch. Und dann tue ich noch weiterfahren. Hm? Also. Fernlinie. Mit einem besseren Bus. Hm? So, wohin müssen wir? Wir gehen jetzt einfach mal ja, den Waypoint nach. Abkürzung werden wir dann in der zweiten Ding machen. Wenn ich das einmal gemacht habe, diese Strecke, im zweiten Mal, auch das dann im dritten, naja, sagen wir, ja, ich werde es einfach dann mal in einem späteren Part zeigen und im nächsten Part natürlich ein bisschen Abwechslung, das anders bringen. Ich werde schauen, dass ich die Parts auch am Abend irgendwann mal machen kann, wenn ein paar mehr Leute da sind, vielleicht ein paar Kollegen treffen kann. Und, ja, wir werden sehen. Da gehe ich jetzt rein. Ist mir egal wie, aber ich gehe jetzt nicht da einmal ringsum, das ist mir ein bisschen zu weit. Ha, die Scheiben sind kaputt, aber ich habe noch 100%. Ja. Ah ja, wir müssen sowieso hier durch. Okay. Sehr gut. Eine gute Abkürzung genommen. So, aber die gehen auch länger, die
Bushaltestelle. Ja. Ah, ja, Tete ist es auch wieder mal. Also wieder mal. Mal gestern. Mal. Schön knatschen. Reifen quietschen. Aber ich bin noch nicht im Bus falsch, also falsch, ob seitdem ich jetzt wieder entspannt wurde. So war, es ist noch niemand mich reingerast oder ich bin in jemanden reingerast. Also, ja, das ist schon ein lockerer Job, finde ich. Lo, jetzt müssen wir hier hin. Zum Matratzos Farm. Okay. Daniel Busch, okay. Ist Opfer vom Scheiß-Cheat-Programm, Anti-Cheat-Programm geworden. Nein! Was? 0,5 Schaden? Nee. Vorwärts. Hier muss niemand aussteigen, wir können sofort weitermachen. Hallo. Lass mich ran. Blödes Plugin. Nico! Wieso bist du so böse gewesen? So, sah nichts getroffen, gut. Ha! Ich finde es irgendwie cool, mit einem Bus so ein bisschen durch die Dinge zu gehen. Durch diese Feldwege und scharfe Kurven zu machen, das ist einfach geil. Also, ich denke, ja, jetzt ist eigentlich gut mit der Aufnahme, denn dann möchte ich sie nicht mehr machen, weil sonst YouTube wieder sehr viel länger braucht. Gehen zur Bushaltestelle und machen ein paar fertig. Also dann wirklich Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Part, falls ihr einschalten wollt. Tschüss.